Manche Menschen freuen sich ja über Aufmerksamkeit. Der sogenannte Hipster-Opa aus Berlin zum Beispiel. Wer sagt schon, dass man jung sein muss, um Internetstar zu werden? Oh. Der Berliner Günther Krabbenhöft ist eine echte Netz-Fashion-Ikone. Nicht unschuldig daran, ein Blogger. Das weiß ich noch. Hier stand ich genau, als der von da auf mich zukam und gefragt hat, ob er das Foto machen kann. Das Foto wird über 1 Million Mal geliked. Okay, fälschlicherweise wurde Günther als ältester Hipster mit 104 Jahren gelabelt. Stimmt nicht, er ist erst 70. Egal, jetzt hat er Fans von überall auf der Welt. Aus Russland und China und Japan und überall kriegte ich so Rückmeldungen. Und dann habe ich das langsam mal zur Kenntnis genommen, dass das wohl nicht mehr aufzuhalten war. Das Geheimnis seines Erfolgs. Jetzt wollen Sie mal einen Blick in meinen Schrank werfen, aber da ist wahrscheinlich nichts Spektakuläres drin. Wer weiß. Interessant zumindest, Krabbenhöft besitzt kein einziges T-Shirt. Und natürlich Westen. Westen ist auch immer etwas, was man nicht genug haben kann, weil sie auch so meinen Style irgendwie genau zeigen. Und ich finde, lässiger geht es kaum. Das ist natürlich wieder ein Statement, ne? So ein blauer Hut, ja, aber hallo. Das ist einmal mein grauer und einmal den, die lieb ich auch heiß und innig, weil es genau eben halt auch meine Lieblingsfarbe blau zeigt. Und wenn ich dann ganz blau bin, das gibt es manchmal auch, also nicht, was ihr jetzt denkt, dass ich blau bin, aber das sage ich immer, wenn ich irgendwie Kopf bis Fuß in unterschiedlichen Blautönen gekleidet bin. Aber bei Günther Krabbenhöft ist beim Style nicht Schluss. Inzwischen ist er auch in der Berliner Clubszene unterwegs und tanzt ganz gerne ab. Kann er auch. Der ehemalige Koch ist inzwischen Rentner und kann ausschlafen. Dass ihm jemand den Titel Hipster-Opa verpasst hat, lässt ihn kalt. Naja, was soll ich machen? Ich meine, wenn das erst einmal in der Welt ist oder so, es gibt vielleicht Schlimmeres. Ich bin Opa eigentlich nur für meine Enkelkinder oder so. Ich nehme halt einen älteren Herr und dem hat man das, den Stempel verpasst, Hipster. Also, okay, mit lebe ich.